Santo Domingo, Haiti, Nicaragua, Kuba und andere, Armut, Auferlegt. In jeder Nation gibt es Schlaf. Armut ist kein Todesfall. Es ist das Werk des Menschen. Jede Nation hat ihre Reichtümer, sondern willkürlich verteilt. Der Staat dient Politiker mit seinem Reichtum zu isolieren, um den freien Wahl sektoren Chancengleichheit und verschiedene Macht arme Menschen. Die Armen sind nicht das Werk Gottes. Armut wirkt errichtet, um den Armen zu kontrollieren, um sie immer unter dem Kontrolle dem herrschenden Klasse zu halten. Wir sehen Armut als normatives soziales Ideal, weil es durch die Armen, durch die Manipulation der richtigen herrschenden Klasse sozial Menschen, die herrschende Klasse wird nicht gesehen, die Regierung Revolte findet, die nicht zu ihren Gunsten, die gegen ihre Interessen ist revolutionär nicht. Es läuft, es manipuliert die Lage der Klasse auf der Straße, so dass die Regierung ihren Funk erfüllt werden. Die herrschende Klasse verwendet das Leiden Klasse als eine ideologische Figur. Maßnahmen unserer soziale Reaktionen stimulieren die gesellschaftliche Ordnung zu korrigieren. Die Soziologie der Armut als soziales Instrument als Ganzes. Während die politischen Führer der Welt teilen, organisieren den armen Ländern in Kategorien Klassifizierung, das Haiti ist das armste Land. Santo Domingo ist aber nicht arm als Nicaragua. San Salvador ist besser als Honduras. Die armen Lateinamerikas unterscheiden sich von denen der Länder der Karibik. Es ist Musik, es ist Opium für die Armen in der Welt zu schlafen. Ein armes Land ist ein armes Land. Ich bin zuversichtlich zu sagen, dass die Armut ist ein soziales System. Bescheidenes Instrument von dem politischen Führern gegründet, um die Arbeiterklasse oder Lagen zu kontrollieren. Die soziale Struktur der Welt wird Armut erlernen, das wird zu ertragen sein. Die Mechanismen sind gebaut für die Armen bleiben arm und die Reichen über reich. Wir reden über die Bekämpfung der Armut. Die ist ein Mythos im wahren Sinne des Wortes. Wie ironisch, dass die politischen Führer USA denken, arme Personen mit 37 pro Stunde leben und trotz der Bemühungen der Regierung von Präsident Obama verweigern die Republikaner, um das Gehalt zu erholen. In Haiti, Santo Domingo, Kuba, Nicaragua, Honduras, San Salvador und fast die Länder Zentralamerikas, die lateinamerikanischen Länder, die Länder der Karibik, den armen Ländern Afrikas, für ein paar, die
Politischen Führer dieser Länder nutzen die Armut als ein Instrument, um ihre Leute zu kontrollieren. Was für eine Schande! Es scheint, dass die Wirtschaftstheorie dieser Länder nicht den sich an den Lebensschaltungskosten der Armen mit anderen Worten, das Sozialismus fortschritt zu nehmen. Adam Smith, Britischer, auch Kommunist, sagte, Armut ist nicht eine im wesentlichen wirtschaftliche Frage, sondern Ungleichheiten. Menschen wahres Argumente innerhalb der moralischen, politischen Philosophie. Die öffentliche Ordnung oder nicht in Liebe zu fallen. Die ideale Gesellschaft, dass die Wirtschaftspolitik pläne für Armut ist in der Schaft den Armen. Während die Bereitstellung der Drogen, Alkohol und andere sind zu beruhigen, um den Sund unterdrücken, um ihr Elend zu gesellschaftlich ist die Welt monopolisiert. Soziale Klassen halten der Monopolstruktur dieser Welt in einer Weise, dass dieses Monopol würde von Generation zu Generation weitergegeben. Zum Beispiel ist die US-Politik von einer kleinen Gruppe von Familien monopolisiert und diese Leute werden ihre Interessen an den Gewinnen der Armeen offen. Sie sind von der herrschenden Klasse, um ihr Ego zu füttern. Für die herrschenden Klasse, weil ihnen bestellt, muss auch das Leid der Klasse, das Proletariat zu kontrollieren. Zum Beispiel kann die Armut, die in Haiti, Santo Domingo, Kuba, installiert in den Ländern der Karibik, die Länder Lateinamerikas, den afrikanischen Ländern. Ist die Arbeit der Politiker in diesen Ländern? Und sie wollen, kennen sie Armut, erlernen ihres Wolfes zu beseitigen. Aber sie werden es auch nicht untun, Klasse, weil sie das Instrument, um ihre Leute zu instruieren. Die Existenz der Klassenkampf ist nicht unvermeidlich. Die Regierung, die Erschöpfung der Klasse, stellt diese Erkrankung zu sozialen Klassen unterteilen. Während sie besagt die Theorie von Charles Darwin und sagte, dass die Starken werden überleben, strichte Haitianer, Dominikaner Armen Kubaner, Amerikaner Armen Nicaraguaner, Mexikaner Armen Afrikaner, die Armen auf der ganzen Welt, die Burschen Tisch, um zu kämpfen, sie eine eigene soziale und wirtschaftliche Situation zu ändern. Und dann gefragt wird die herrschende Klasse, die politischen Führerprobleme in die Kasse zu erhalten. Output aus der Welt des Menschen. Es kann auch durch den Menschen zu ändern. Ein Kampf. Alle Klinschwenden, Unternehmen lokale, regionale, nationale und internationale, kann ein Ende der extremen Armut in der Welt setzen. Das Ende der Armut essen, Geld, allgemeine und berufliche Bildung, Destinung, von Ruhm zum Ganz zur Gesundheitsversorgung. Teilnehmen am gesellschaftlichen Leben, Gerechtigkeit und Kulturpolitik
soziale, wirtschaftliche zu bringen und spirituelle in die Welt. Danke.